Der Kühlschrank. Ich muss nach Hause. Arlene hat mir eine SMS geschickt, dass sie sich unwohl fühlt. Mit gerunzelter Stirn beäugte Leon das Display seines Handys. Tut mir leid, ich wäre gern noch länger geblieben, aber du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Jules legte Leon eine Hand auf die Schulter. Glaub mir, ich kann gut verstehen, dass deine Frau über den Tod ihrer Schwester nicht so einfach hinwegkommt. So etwas muss ein furchtbarer Schock sein. Leon nickte. Knapp 6 Monate war es her, dass man Elian ermordet in der Küche aufgefunden hatte. Noch immer gab es keinerlei Hinweise auf den Täter oder zumindest das Motiv. Seitdem lebte Arlene in ständiger Furcht. Überall vermutete sie finstere Kreaturen und dämonische Mächte, die nur darauf warteten, über sie herzufallen. Besonders schlimm war es nach der Auflösung von Elians Wohnung geworden, bei der Leon und Arlene neben einigen persönlichen Erinnerungsstücken den Kühlschrank sowie einen mannshohen Spiegel übernommen hatten. Davor hatte Arlene nur hin und wieder unter einer merkwürdigen, diffusen Beklommenheit gelitten. Aber jetzt konnte sie nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch allein bleiben. Inzwischen hatte Leon aufgehört zu zählen, wie viele Kinofilme, Restaurantbesuche oder Kneipenabende mit Freunden er deswegen schon abbrechen musste. Eilig zahlte Leon seinen Cidre und machte sich auf den Heimweg. Draußen brausten die Autos vorbei. Vom Straßencafé gegenüber rang das übliche Stimmengewirr herüber. Arlene kauerte auf einem Küchenstuhl. Ihr Gesicht war zu einer Grimasse des Entsetzens verzerrt. »Er spricht«, flüsterte sie. Mit vor Angst geweiteten Augen starrte sie Leon an. »Ich flehe dich an. Bring ihn fort.« »Wen meinst du?« Leon kniete sich neben sie. Behutsam strich er ihr die schweißverklebten Haare aus der Stirn. Arlene krallte ihre Hände so fest um Leons Arm, dass er zusammenzuckte. Ihre Fingerspitzen fühlten sich kalt und feucht an, wie die Tentakel eines Tintenfisches. »Den Kühlschrank«, stieß sie hervor. »Merkst du denn nichts? In seinem Brummen kann man Worte hören.« Sie lauschte angestrengt, die Stirn in Falten gelegt, die Halsmuskeln angespannt. »Er sagt, im Sanduhrregen, deine Zeit verrinnt als Epitaph, ein neuer Schicksalskreis beginnt.« Leon zog Arlene dichter an sich heran. Durch seine Jacke hindurch konnte er spüren, wie wild ihr Herz pochte. Gleichzeitig bebte sie am ganzen Körper. Eine Woge der Zärtlichkeit durchflutete Leon. Genauso hatte Arlene gezittert, als in dem Spätzug von Berlin nach Paris die Heizung ausgefallen war. Damals vor 8 Jahren, in jener denkwürdigen Nacht, in der sie einander kennengelernt hatten. Und er hauchte Arlene einen Kuss auf die Stirn. Arlene schmiegte sich an ihn. Dabei umklammerte sie seinen Arm noch fester. Leon unterdrückte einen Seufzen. Arlene so verzweifelt zu sehen, rührte auf eine fast schon körperlich schmerzhafte Weise an sein Herz. Ja, es fühlte sich an, als ob tief in seiner Seele Glas splitterte. Ja, Kreide über eine Tafel quietschte.
Warum nur reichte seine Liebe nicht aus, um ihre Angst zu zerschmettern? Wie war es möglich, dass er hier saß, von Zärtlichkeit überwältigt, ohne dass diese Gefühle Arlins Leid bändigen konnten? Leon atmete tief ein. Es ist alles in Ordnung. Bestimmt hast du nur irgendwas von draußen aufgeschnappt, murmelte er. Er stand auf, schloss das Fenster und ließ sich wieder neben Arlin nieder. Sanft kraulte er ihren Nacken. Ist es jetzt besser? Arlin presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Dabei knetete sie unablässig ihre Finger. Im Innern des Kühlschranks blubberte und brodelte es plötzlich, als ob dort ein höllischer Vulkan kurz vor dem Ausbruch stand. Arlin duckte sich. Sie wimmerte leise. Auch Leon zuckte zusammen. Im nächsten Moment biss er sich ärgerlich auf die Unterlippe. Verdammt, hoffentlich hatte Arlin nicht bemerkt, wie sehr er sich selbst erschreckt hatte. Auf keinen Fall durfte er zulassen, dass ihre Angst sich auf ihn übertrug. Er ignorierte das Klopfen seines Herzens und streichelte über Arlins Rücken. Hab keine Angst, Sherry. Der Kühlschrank ist wahrscheinlich defekt. Ich nehme an, der Transport hierher ist ihm nicht sonderlich gut bekommen. Vielleicht hat der Kompressor gelitten oder es haben sich unterwegs Blasen in der Kühlflüssigkeit gebildet. Arlin zitterte noch immer am ganzen Leib. Dann brach sie in haltloses Schluchzen aus. Totenbleich schwamm ihr Gesicht im Halbdunkel. Ihre Pupillen, zwei riesige schwarze Krater. Leon küsste ihre feuchten Wangen. Er musste sich zusammenreißen, um nicht selbst in Tränen auszubrechen. Was war nur aus der so fröhlichen, lebhaften Arlin geworden, die ihn einst selbst im Spätzug bei minus 14 Grad mit ihrem unvergleichlichen Charme in Windeseile um den Finger gewickelt hatte? Es war weit nach Mitternacht. Leon saß am Kühlschrank und nippte an seinem Whisky. Es war bereits der dritte. Dabei trank Leon sonst höchstens mal ein Bier oder ein Cidre. Aber heute konnte er einen Drink wahrlich gebrauchen. Die Sorge um Arlin zerrte an seinen Nerven. Verdammt, würde der Alltag für Arlin ewig eine Achterbahnfahrt des Grauens bleiben? Würde er selbst nie wieder unbeschwert mit ein paar Freunden ausgehen können? Nie wieder nach Feierabend mit Mark, Jules und Ceci und den anderen Kollegen spontan in der Black River Bar vorbeischauen, in ein Konzert oder einen späten Kinofilm gehen? Leon massierte seine Schläfen. Klar, dass Arlin nach diesem unfassbaren Mord zunächst völlig unter Schock gestanden hatte, konnte er gut verstehen. Wahrscheinlich war es nicht ungewöhnlich, dass das Entsetzen gerade anfangs auch in Angstzustände und Panikattacken umschlug. Schließlich war auch er selbst in den ersten Wochen nach Elians Tod oft nachts aufgeschreckt, überzeugt, er habe Schritte im Flur oder ein Kratzen an der Wohnungstür gehört. Aber warum ging es Arlin zunehmend schlechter? Warum beruhigte sie sich nicht allmählich, sondern verfiel immer mehr den Chimären ihrer Furcht? Die Leuchtreklame des Cafés gegenüber zeichnete ein fahlblaues Muster auf die Wand. Der Schatten, den die Yucca-Palme neben Leons Stuhl warf, glich einem feingliedrigen Dämon. Irgendwo in der Ferne kläffte ein Hund. Leon schenkte sich einen weiteren Whisky ein. Okay, wahrscheinlich war es ein Fehler gewesen, den Kühlschrank und den Spiegel aus dem Haushalt von Elian zu übernehmen. So wurde Arlin immer wieder an das furchtbare Ereignis erinnert. Doch was sollte er nun tun? Angenommen, er entsorgte den Kühlschrank samt dem Spiegel, würde das für Arlin nicht erst recht die Vorstellung nähren, dass auf diesen Dingen ein Fluch lag, dass
gespenstische Mächte sie heimgesucht hatten. Wäre es nicht besser, sie gewöhnte sich daran, diese Gegenstände um sich zu haben. Die Gedanken rollten in Leons Kopf wie eine Steinlawine, die immer schneller wurde. Der Kühlschrank zischte und rappelte. Dann ging der Laut in ein ächzendes Stöhnen über. Leon wirbelte herum. Seine Hände krampften sich um das Glas. Jeder Muskel seines Körpers erstarrte. Himmel, warum musste dieses verdammte Ding auch ständig Geräusche von sich geben, die einer Geisterbahn alle Ehre machten? Wütend sprang Leon auf und versetzte dem Apparat einen Tritt. Ein Grollen ertönte, das aus den tiefsten Eingeweiden des Kühlschranks emporzusteigen schien. Leon fuhr zusammen. Für einen Moment durchblitzte ihn wilde Angst. Dann trank er in einem Zug sein Glas leer und taumelte ins Schlafzimmer. Eins stand fest. Gleich morgen würde er versuchen, Arlene klarzumachen, dass sie unbedingt einen Psychotherapeuten zu Rate ziehen musste. Er, Leon, war machtlos. Im Gegenteil, statt Arlene zu helfen, verlor er ja allmählich selbst den Verstand. Die Luft schmeckte nach Kaffee und Rauch. Vorn an der Theke redeten ein paar Typen eifrig auf die Kellnerin ein. Kerzenlicht spiegelte sich in den Fensterscheiben. Leon ergriff den Flyer, der für irgendeine Theatergruppe warb, bastelte ein Schiff daraus und faltete es wieder auseinander, mindestens zum 100. Mal, wie ihm schien. Dann warf er einen unruhigen Blick auf die Uhr. Fast 9:30. Neben ihm schwadronierten Jules und Ceci immer noch über Ferienhäuser in der Normandie. Leon hörte kaum hin. Himmel, warum meldete Arlene sich nicht? Ob bei ihr wirklich alles in Ordnung war? Gewiss, ihre Therapie hatte in den vergangenen Wochen hervorragende Fortschritte gemacht. Inzwischen schlich Arlene nicht mehr wie ein geprügelter Hund durch die Wohnung. Auch der gehetzte Ausdruck war fast vollständig aus ihrem Gesicht verschwunden. Ja, sie hatte sogar selbst vorgeschlagen, Leon solle heute an Jules Geburtstagsumtrunk in der Black River Bar teilnehmen. »Ich muss lernen, mich nicht von meinen Ängsten beherrschen zu lassen«, hatte sie gestern nach ihrer Therapiestunde erklärt. »Deswegen ist es wichtig, dass wir zumindest versuchen, ein möglichst normales Leben zu führen.« Lächelnd hatte Leon Arlene ins Ohr geflüstert, wie tapfer sie sei. Arlene umarmte ihn, und anschließend liebten sie sich zum ersten Mal seit Elians Tod wieder. Leon erschauerte bei der Erinnerung daran, wie Arlenes Finger über seine erhitzte Haut geglitten waren und wie er sich ekstatisch unter ihr aufgebäumt hatte. Nichtsdestotrotz, insgeheim war er davon ausgegangen, dass Arlene ihn heute spätestens nach 2 Stunden bitten würde, nach Hause zu kommen. Immerhin hatte sie gerade erst ihre 4. Therapiesitzung hinter sich. Er durfte keinen plötzlichen Sinneswandel erwarten, sondern musste gerade am Anfang auch auf kleine Erfolge stolz sein. Das hatte sogar in der Infobroschüre für Angehörige von Patienten mit Angststörungen gestanden, die Arlene ihm mitgebracht hatte. Und nun saß er bereits seit einer gefühlten Ewigkeit in der Black River Bar, ohne dass er von Arlene auch nur das geringste Lebenszeichen erhalten hatte. Nervös trommelte Leon mit den Fingern auf die Tischplatte. Die Sorge um Arlene fraß sich wie ein gieriger Wurm in sein Herz. Schließlich zog er sein Handy hervor und gab Arlenes Nummer ein. Er musste sich vergewissern, dass bei ihr tatsächlich alles in Ordnung war, sonst würde die Unruhe ihn in den Wahnsinn treiben. Niemand hob ab. Das Freizeichen klang wie spöttisches Gelächter. Kurz darauf hastete Leon durch die Straßen. Ellenbogen bohrten sich in seine Seiten, Menschen schimpften hinter ihm her. Doch all das kümmerte Leon nicht. Das graue Band des Asphalts spulte sich unter ihm ab. Leon rang nach Luft. Verdammt, er hätte Ali nicht allein lassen dürfen.
Schließlich wusste er doch, wie labil sie noch immer war. Was mochte mit ihr los sein? Kauerte sie verschreckt in irgendeiner Ecke? Wütete und tobte die Furcht so heftig in ihr, dass sie es nicht einmal wagte, zum Telefon zu gehen? Oder hatte sie sich gar in blindwütiger, verzweifelter Panik etwas angetan? Leon ignorierte das Stechen in seinem Brustkorb und rannte noch schneller. Wenige Minuten später riss er die Wohnungstür auf. Stumme Dunkelheit schlug ihm entgegen. Arlene? Keuchte Leon. Arlene? Wo bist du? Niemand antwortete. Nur der Kühlschrank surrte und schepperte wie gewohnt. Leon tastete nach dem Lichtschalter. Die Deckenbeleuchtung flammte auf. Leon stürmte erst in die Küche, dann ins Wohnzimmer. Von Arlene war nichts zu sehen. Nur sein eigenes Gesicht mit den hektisch geröteten Wangen starrte ihm aus Elians Spiegel entgegen. Leon atmete tief ein. Möglicherweise schlief Arlene ja. Hatte sie deswegen das Telefon überhört? Leons Beine fühlten sich weich an, als er sich ins Schlafzimmer schob. Was mochte ihn in diesem Raum erwarten? Würde er Arlene selig schlummernd vorfinden? Oder hatte sie in ihrer entsetzlichen Panik keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als sich zu töten? Leon zögerte, ehe er den Lichtschalter betätigte. Nichts. Das Bett war unberührt. Heftig loderte das Entsetzen in Leon empor. Also blieb nur noch das Badezimmer. Aber wenn Arlene ihn dort nicht hörte, bedeutete das, der Schreck rang Leon gnadenlos nieder. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Er musste sich an der Wand abstützen. Verdammt, er durfte jetzt nicht die Fassung verlieren. Es gab keinen Grund, gleich das Schlimmste zu vermuten. Leon massierte seine Schläfen. Arlene wusste, dass er jederzeit für sie da war, wenn ihre Angst wirklich unerträglich geworden wäre. Hätte sie ihn gewiss angerufen. Notfalls konnte sie sogar nebenan bei Madame Le Sable auf ihn warten, um nicht allein in der Wohnung bleiben zu müssen. Schließlich hatte die gehbehinderte alte Dame Arlene und Leon erst vor kurzem eingeladen, einfach mal auf einen Aperitif vorbeizukommen, oder? Leon richtete sich auf. Genau, das musste es sein. Bestimmt besuchte Arlene Madame Le Sable, um sich von ihrer Furcht abzulenken und sich die Wartezeit zu verkürzen. Warum hatte er nicht gleich daran gedacht? Garantiert hatte Arlene ihm an der Pinnwand in der Küche eine Nachricht hinterlassen, wie sie es früher immer zu tun pflegte, wenn sie spontan ausging. Aber nein, statt dort nachzuschauen, hatte er sich in seiner übertriebenen Fürsorge erst einmal aufgeführt wie der Held in einem drittklassigen Horrorfilm. Leon rang sich ein Lachen ab. Es klang noch immer ausgesprochen gequält. Dann eilte er in die Küche. Sekunden später starrte Leon auf die leere Pinnwand. Keine Notiz von Arlene. Gleich einem wütenden Tier sprang das Grauen ihn an und schlug die Klauen in sein Herz. Leon musste sich zum Atmen zwingen. Verdammt, was war geschehen? Wo war Arlene? Im Hintergrund brummte der Kühlschrank. Es klang wie das satte, zufriedene Schnurren eines monströsen Tigers. Das Geräusch war nervenzermürbend. Gequält presste Leon seine Hände auf die Ohren. Gereizt drehte er sich um. Auf der Kühlschranktür war ein bräunlich-roter Handabdruck zu sehen. Blut? Eisiges Entsetzen erfasste Leon. Ohne nachzudenken, riss er die Tür auf.
Da war sie. Arlene. Zwischen der Butterdose und einem Buntspargel. Im ersten Moment schien sie zu lächeln, als sei sie glücklich, endlich ihren Kopf und nur ihn hier in Erwartung süßer Träume zur Ruhe zu betten. Erst auf den zweiten Blick offenbarten sich die ein Stück zu weit aufgerissenen Augen, die ins Groteske verzerrten Mundwinkel, die halb geöffneten Lippen, zwischen denen noch der letzte Schrei auf der Zungenspitze klebte. Blut besprenkelte ihre Wangen, wie zu stark aufgetragenes Make-up, tropfte aus ihrem Hals auf den Camembert im Fach darunter. Leon taumelte zurück. Er wollte schreien, aber kein Laut kam aus seiner Kehle. Der Geruch nach Fäulnis und Verwesung schlug ihm entgegen. Der frostige Atem des Kühlschranks streifte sein Gesicht. Sein Brummen schwoll an zu einem hungrigen Knurren. Endlich schrie Leon. Das Letzte, was er wahrnahm, waren kalte, klamme Hände, die sich um seinen Hals legten und langsam zudrückten. Ehrlich gesagt, ich finde es irgendwie unheimlich, all diese Sachen im Haus zu haben. Immerhin waren sie Zeugen eines Mords. Manuel verzog das Gesicht und fuhr sich mit beiden Händen durch seine dichten Dreads. Dann trat er einen Schritt zurück. Angewidert musterte er die beiden Gewürzregale, den Pappkarton mit Kochtöpfen, Pfannen und Tellern, sowie den Kühlschrank, den seine Mitbewohnerin Anushka eben angeschlossen hatte. Dominik, sein anderer Mitbewohner, grinste. »Wieso? Hast du Angst, dass sie abhauen, um bei der Polizei eine Zeugenaussage zu machen?« Anushka erhob sich. Während sie ihre Brille zurechtrückte, lächelte sie Manuel an. »Klar, Manu, seltsam ist es schon. Aber dass wir dringend Geschirr brauchen, weißt du selbst. Und ein neuer Kühlschrank war auch längst fällig. Der alte hat ja schon seit Wochen aus dem letzten Loch gepfiffen. Ehrlich, wir können froh sein, dass Dominiks ehemalige Klavierlehrerin an uns gedacht hat, als der Hausrat aus ihrer Nachbarwohnung verkauft wurde. Sonst müssten wir wahrscheinlich eine Bank ausrauben, damit wir uns eine neue Kücheneinrichtung leisten können.« »Außerdem ist überhaupt nicht sicher, ob es sich tatsächlich um einen Mord handelt«, warf Dominik ein. Er griff nach seinem Glas mit Sojamilch, das auf dem Tisch stand. Sein Augenbrauenpiercing funkelte. »Madame Le Sable, meine alte Klavierlehrerin, meint, diese Zeitungsfuzzis haben mal wieder maßlos übertrieben. Im Moment wird noch untersucht, ob der Typ echt umgebracht wurde oder ob es nicht doch eine natürliche Ursache für sein plötzliches Herzversagen gibt. Wohin seine Frau verschwunden ist, weiß derzeit auch niemand.« In diesem Moment ertönte aus dem Innern des Kühlschranks lautes Gurgeln. »Puh, das klingt ja wie ein Riese mit Verdauungsstörungen«, bemerkte Anushka. Dominik prustete los. »Mir ist das alles nicht geheuer.« Manuel nestelte an den Bändern seines Kapuzenpullis. »Mann, könnte fast meinen, es sind Worte, die der Kühlschrank von sich gibt. Sie hören sich an wie...« Manuel zögerte. »Im Sanduhrregen meine... Nein, deine...« Manuel hielt inne. Er lauschte angestrengt. »Im Sanduhrregen deine Zeit verrinnt als Epitaph. Ein neuer Schicksalskreis beginnt.« Anushka kicherte noch immer. »Das ist ja hochpoetisch. Was meint ihr? Wollen wir ab jetzt den Kühlschrank unsere Songtexte schreiben lassen?« Freundschaftlich knuffte sie Manuel in die Seite. Dann warf sie einen Blick auf die Uhr. »Ich muss los. In einer halben Stunde treffe ich mich mit Maura zum Schwimmen.«
Und bei mir ruft der Job. Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass Brötchen auf den Tisch kommen. Dominik griff nach seiner Lederjacke. Na, wart nur ab. Mit unserem singenden Kühlschrank sind wir bestimmt bald die Stars im Musicbiz. Dann können wir unsere langweiligen Brotjobs an den Nagel hängen. Lachend schulterte Anushka ihren Rucksack mit den unzähligen Buttons. Wir sehen uns später, okay? Manuel nickte. Er wollte nicht zugeben, dass er die Vorstellung, allein in der Wohnung zu sein, plötzlich ausgesprochen beängstigend fand. Dominik, der als Popcornverkäufer in einem Kino arbeitete, würde garantiert nicht vor Mitternacht zu Hause sein. Umso inständiger hoffte Manuel, dass zumindest Anushka vor Anbruch der Dunkelheit zurückkommen würde. Das Blubbern des Kühlschranks klang wie unterdrücktes Gelächter. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.